Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir sind zurück beim dritten Türchen vom Adventskalender. Erst fangen wir natürlich wieder an mit dem A-Design. Das heißt, ich nehme euch mal kurz in die Hand. Wir haben hier den A-Design Adventskalender. Wir müssen nur das Türchen Nummer 3 suchen. Adi! 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 So, hier ist die 3. Und wie immer schaffe ich es nicht, das sinnvoll aufzumachen, weil ich es immer erstmal reindrücke. Wow, das hat sich ja mächtig gelohnt. Sieht aus, als hätte da eine Maus reingekackt. Auf jeden Fall. Ja, wie mache ich das? Weiß ich nicht. Adi, guck, ich mache jetzt so. Dann ist das hoffentlich in meiner Hand. Und dann kann ich dir das hier geben. Und dann frisst du das. Wie, du frisst das nicht? Probier doch mal, schmeckt das nicht gut? Genau, wirf's einfach in die Toilette oder nimm's mit. Tschüss, sonst wo. Ich gebe dir die restlichen hier auch noch. Bitteschön, jetzt kannst du die essen. Zum Glück. Zum Glück war der Stöpsel drin, sonst wären die wahrscheinlich jetzt alle fort. So, solange der Adi sein Türchen frisst, also den Inhalt von seiner Tür, machen wir natürlich Türchen Nummer 3 am Bier-Adventskalender auf. Und das müssen wir heute mal suchen. Das ist nämlich Bier. Und was haben wir heute Feines drin? Ein Berliner Bergpilz. Jetzt stelle ich aber den Kalender erstmal wieder hoch. Wir gucken uns das wieder an von oben nach unten. Berliner Bergbrauerei Tradition neu gebraut. Das ist der Deckel. So sieht der Deckel aus. Ich bin bestimmt einfach alles verschwommen. Das sieht aus fast wie ein Notenschlüssel hier oben, was man da so sehen kann. Ansonsten hat es natürlich hier so ein altes, gimpliches, grünes Etikett mit Landschaft drauf. Okay, Berliner Berg ist alles ein bisschen zu oldschool gehalten. Auch hier dieses große Etikett ist ein bisschen nostalgisch, finde ich jetzt aber nicht so ansehnlich. Moderne, unabhängige Braukultur aus der Hauptstadt, das ist die Berliner Bergbrauerei. Unser Pilz ist ein Bier, das verbindet, kein Schnickschnack, einfach ehrliches Bier für Berlin. Mit Naturhopfen gebraut, glänzt es golden im Glas und macht Lust auf mehr. Im Herzen von Berlin, 4,9%. Der Adi hat sich's auf jeden Fall jetzt gemütlich gemacht, ja. Willst du auch einen Schluck? Guck mal, wie dick du aussiehst, wenn du deinen Kopf so nach hinten lehnst. Ja, ich bin dick. Nicht ausmachen. Ich bin aber dick. Ja, ich. Hast du mal die vergangenen 2 Videos gesehen? Ich bin viel dicker. Bruder. Gib Pfötchen. So, während Adi jetzt hinten chillt, holen wir aber wieder unser Glas her. Das ist wichtig. Das Bier-Tasting-Glas. Das Feuerzeug haben wir auch am Start. Aber wir müssen eine Note für das Etikett vergeben. Also das erste fand ich richtig deprimierend, da habe ich einen Punkt gegeben. Ich glaube, für dieses Etikett würde ich trotzdem nur 2 Punkte geben, weil es sieht halt aus wie so ein Öko-Bier. So, ja? Ich trinke das und habe dann, weiß ich nicht. Und das ist ja schon das Problem, weiß ich nicht, ne? Da muss einem was einfallen, wenn da nichts einfällt, gibt's da auch nichts. Also Etikett 2 von 5, leider, wie euch das gefallen hat, könnt ihr ja mal reinschreiben. Als nächstes machen wir es auf. Wow, das war das erste und zweite ging nämlich nicht. Das ist das dritte und das fluppt wenigstens. Also kommt als nächstes die Farbe und Schaum. Jetzt mal gucken, ob das wirklich so golden glänzt. Ich muss das schön in die Kamera halten für das Thumbnail, dass man das sieht, wenn das eingeschenkt wird. Schön golden. Gestern, das hat eine richtig brutale Farbe gehabt. Gestern, die Farbe hat mich so angesprochen. Aber das, ja, das sieht jetzt schon so aus, dass das nicht da rankommt. Keine Ahnung. Ich meine, okay, gestern, das war eher so Bernsteinfarben statt golden. Was ist bloß los? Das passt nie ins Glas rein. Also, das machen die immer mit Absicht. Ich darf aber nicht probieren jetzt. Wir gucken also mal Farbe und Schaum. So, guckt euch das an. Es sieht erstmal nicht so ausgewaschen aus wie die ersten. Es sieht aber auch nicht so kräftig aus wie das gestern. Das gestern ist aber trotzdem was ganz Besonderes. So sieht eigentlich kein Bier aus. Deswegen fand ich die Farbe
richtig heftig. Ich würde sagen, das hat eine normale Farbe und kriegt von mir deswegen... Müsste den Mittelwert nehmen. 3 oder 4. Ich meine, es sieht schon nicht schlecht aus, ja. Es sieht appetitlich aus, sagen wir es mal so. Bei euch sieht das bestimmt sowieso alles anders aus. Wir sind trotzdem noch streng. Wir geben eine 3. Ja, das vom Etikett, das hängt mir noch nach. Schaum ist jetzt auch schon weg, aber Schaum kann ich eh nie bewerten. Das kommt ja immer drauf an, wie ihr einschenkt. Beim sind da jetzt einfach lauter Haare drin. Ich glaube, ich hatte das Glas gestern da oben stehen, als ich mich rasiert habe. Wahrscheinlich sind deswegen jetzt die ganzen Haare da reingegangen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn wir das so machen. Oh, muss ja so tun. Wenn man das sieht, dann das, dass da jetzt Haare drin sind. Nein, gut. Das sind aber... Hier vorne ist auf jeden Fall, da ist ja eine Stoppel. Und ja, okay. Da sind Haare drin, dafür erstmal Punktabzug, da kann das Glas nichts dazu. Als nächstes Geruch. Jetzt haben, was haben wir denn jetzt? 2 und 3. Geruch ist... Ich rieche nur die warme Heizung, die von unten reinströmt. Geruch ist okay. Geruch würde ich auch eine 3 geben. Würde ich auch sagen, Mittelmaß. Also es riecht an sich unscheinbar. Trotzdem nicht ganz so köstlich, aber auch nicht richtig widerlich. Also Geruch 3. Wie will man Biergeruch überhaupt bewerten? Das, keine Ahnung. Als ob man, wenn man jetzt in die Gaststätte geht, sagt, gib mir mal ein Bier. Nee, gib mir mal ein anderes. Das riecht nicht, ne? Also, die trinken doch einfach. Aber vielleicht haben die dann... Da müsste die Frau das eigentlich beurteilen, wenn ihr 10 getrunken habt, wie ihr dann riecht. Aber das würde zu weit gehen. Geruch also auch eine 3, aber jetzt kommt noch der Geschmack. Nehmen wir den Geschmack noch mit. Ja, die wuselt zwischen meinen Beinen rum. Und jetzt kommt es drauf an, vielleicht reißt es jetzt alles raus. Okay. Ich weiß nicht, was es ist, aber... So viel wie es verspricht, so wenig hält es. Also mein Geschmack ist es überhaupt nicht. Das ist sowieso immer das Komische. Stell dir mal vor, ihr habt ein Bier, das hat voll die gute Farbe, voll das richtig coole Etikett, voll den super Geruch, überall volle Punktzahl. Überall volle Punktzahl und dann bei Geschmack kriegt's einfach 1. Dann ist das trotzdem so weit vorne, von welchen das vielleicht... 5 bei Geschmack hat, aber bei den anderen Sachen nur 3 Punkte oder so. Aber Geschmack ist ja eigentlich das Wichtigste. Hier kann ich bei Geschmack, weiß ich nicht, beim besten Willen, ich kann es nicht beurteilen. Es schmeckt nicht so wässrig wie die ersten, es schmeckt nicht so kräftig wie die danach, es schmeckt nicht so bitter, es schmeckt einfach nur richtig chemisch. Das heißt, beim ersten, wo das so wässrig war, habe ich gesagt, gib mal eine 3, das können wir wenigstens einfach so wegtrinken und dann passt das immer noch. Das würde ich nicht mal einfach so sagen, dass man das einfach wegtrinken kann. Das hat einfach so eine komische, säuerliche Note, wie Spülwasser, woher auch immer man das weiß. Finde ich bis jetzt am schlechtesten, glaube ich. Ich würde hier sogar auch nur eine 1 geben. Also das ist aber gar nicht mein Geschmack. Wer den Bierkalender auch hat, wie hat euch das geschmeckt? Was habt ihr gegeben? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Punkte habt ihr gegeben für das Berliner Bergpilz? Dieses Öko-Pilz vom Berliner Berg. Meins ist es nicht. 1 Punkt nur. Und jetzt weg damit, damit ich es hinter mir habe. Das war's trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen beim 4. Türchen. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wie scharfes Gurkenwasser. So richtig säuerlich und brennend. Also, das ist auf jeden Fall...
ne?